Tier, Gewitter im Kopf, Apfel-Eier-Pfannkuchen und Sushi. Eierpfannkuchen. Übrigens, Shoutout an Tim von Gewitter im Kopf. Ich habe dein Handy kaputt gemacht. Madeira war eine arschgeile Zeit. Ansage an Tim von Gewitter im Kopf. Er belästigt die Gisela sexuell. Was? Was? Ich glaub das nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Wir werden heute mal wieder kochen. Na, das letzte Koch, oder? Es ist so geil, es ist so nice, Alter, es ist so nice, wie auch Jan jetzt, also Jan hier schon gar keinen Bock mehr hat, Alter. Oh mein Gott, bei Dave im Stream, Leute. Egal, nee, gehen wir nicht drauf ein. Schauen wir uns erstmal das Video an. Backvideo, das ziemlich gut angekommen ist. Wir werden heute einmal Apfel-Eier-Pfannkuchen machen und danach noch Sushi. Das ist einfach nur, weil ich mag halt mehr Pfannkuchen und Jan isst lieber gerne Sushi und damit... Einfach Pfannkuchen und Sushi. Nice Combo, Bro. Darauf auf jeden Fall direkt mal ein wunderbares und schönes Restaurant aufmachen. Jeder von uns was zu essen hat, machen wir einfach beides. Pfannkuchen habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Ja, so süße Sachen wie so Apfelkuchen, ich meine Apfelpfannkuchen. Hat eine Rolex? Nein, er hat keine Rolex. Tim hat keine Rolex. Kuchen, die schmecken mir nicht so gut. Ja, ich finde, weil ich das so süß finde. Ja, stimmt, du bist ja nicht so der herzhafte. Halt's Maul! Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber herzhafte Sachen esst oder süße Sachen. Das wird uns auf jeden Fall mal interessieren. Apfelpfannkuchen. Ich kenne das so, dass man das in so ein Waffeleisen reinlegt, ne? Nein, das ist Waffeln, Bro. Das sind Waffeln, Alter. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, dass... Ich habe ja die ganze Woche jetzt mit den beiden verbracht, Alter. Die haben so eine nice Dynamik, die zwei. So cool, Mann. Die sind richtig, richtig gut miteinander. Und es ist so krass, wie konträr Jan und Gisela sind, Alter. Ich habe auch einen Anfall von Gisela abbekommen, Leute. Ich bin gerantet worden bis zum geht nicht mehr. Alaka, ich dachte, ich wäre saukreativ, was Beleidigungen angeht. Aber Gisela, ey, ich stehe der alles nach. Gisela ist geisteskrank, was Beleidigungen angeht, Digga. Wirklich, das ist einfach nur verrückt. Dass ihr nach und die Küche steht. Das hoffe ich auch. Okay, es soll angeblich 20 Minuten dauern. Ich denke, bei uns wird das... Bro, für Pfannkuchen brauche ich 10er, Alter. Was ist denn los mit dir, Junge? Was für 20 Minuten? Wieder wie immer ein bisschen mehr werden. Aber der Schwierigkeitsgrad ist einfach. Aus Mehl, Milch, Eigelb und einer Prise Salz einen Teig rühren. Arsch! Nein! Dann brauchen wir doch die Waage. Hier auf jeden Fall nochmal Shoutout an die Belichtung. Leute, holt euch einen farbigen Hintergrund, Alter. Streicht die Wand irgendwie grün oder so jetzt. Ach, kannst du uns schon mal die Eier geben? Ich hab die Sicherheit da vorne an den Fernseher gestellt, falls ich Angst habe. Ach, weißt du was? Ich will heute nicht kochen. Ey, ich hab immer noch Bock. Eigentlich wollte ich in Madeira machen, mit den beiden was zu kochen. Das machen wir aber immer noch irgendwann. Jungs, die Einladung steht, Alter. Nein! Nein! Finger weg und lass es geschehen! Nein! Finger weg und lass es geschehen. So, also 250. Dankeschön. Also das sind... Der mit der leeren Tüte, Alter. So tut, als wäre nichts gewesen. Genau. Wir haben uns natürlich vorher die Hände gewaschen. Lüg doch nicht! Milch, Mehl, also jetzt 0,25 Mehl. Milch. Vorsichtig. Zwei Eier, ne? Ja. Zwei Eier! Es ist auch so krass gewesen bei unserem Video, wie er hingegangen ist, Alter. Wie er hingegangen ist und diese ganzen Maracujas einfach an Leute verfiltert hat und einfach auf Leute geworfen hat und rumgeschrien hat. Ich will das Fruchterlebnis. Ey, Jan ist aber, das muss ich jetzt einfach mal sagen, bei Jan ist nicht Gisela funny, sondern Jan himself ist so funny, weil wie er danach mit dem Tick von Gisela umgeht, Alter, so confident, so selbstbewusst wäre ich gerne, Mann, wirklich. Und dann so selbstsicher und lustig, geisteskrank gut, Mann, wirklich. Du hast es gefangen, du hast es gefangen. Gott sei Dank, er hat es gefangen. Ich habe das voll auf eine gewisse Stelle geworfen, glaube ich. Hat es wehgetan? Nee, zu mir nicht. Frau Quentin ist jetzt auch Kamerafrau. Eiweiß zu steil. Was denn? Wir hätten das vorher machen müssen mit dem Eiweiß. Kann man so lost sein, Alter? Ist ein Pfannkuchen. Malaka. Mehl, Eier, Zucker, Milch, bisschen Sprudelwasser oben drauf. Fertig. Umrühren. Ey, das hab ich auch in Madeira gesagt. Manchmal frage ich mich, wer von den beiden mehr eingeschränkt ist, ne? No front, liebster Tim. Ja, das stand einfach. Nicht Level Expert, ich mach das jetzt da drinnen. Level Expert. Die Eier, glaube ich. Du blödes Arschloch! Ja, guck mal, ich steck dir das hier rein. Hier rein steck ich dir das hier. Ich kann da nichts für, Gisela. Okay, das geht sowas von in die Hose.
Und dazu ein kleines Stößchen Sekt. Rein in die Olga. Ja, das war nur ein bisschen Apfelschorle, aber ich glaube, das geht. Nein, das muss noch mehr sein. Und rein in die Olga. Ich hab mich so gefreut, ich hab so Olga gehabt. Haha, das war leider voll mit Absicht. Gisela. Ey, für mich kicken gar nicht die Schimpfwörter oder sowas, sondern vielmehr, was sie sagen, dieses Haha, das war voll mit Absicht. Allein diese geisteskranke Ehrlichkeit, Leute. Ey, wirklich, auch die ganze Zeit, wenn er mich beleidigt und dann gucke ich ihn so eigentlich so, was soll denn das? Dann sagt er, halt deine Fresse, du hast es verdient. Das ist so goddamn funny, Mann. Jetzt müssen wir noch die Äpfel schneiden. Ja. Und dann würde ich sagen, dass wir erstmal Sushi machen und das dann in die Pfanne. Okay. Ich habe mich auch ein bisschen mit auf Kriegsfuß mit Gisela begeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer gekontert, das mochte Gisela gar nicht. Da hat man manchmal gesehen, wie er versucht hat zu ticken, aber es kam irgendwie. Das war ganz, ganz weird. Das Coole ist, der Jan hat hier so ein Gerät. Damit geht das voll schnell eigentlich. Boah! Bro, die sind so damn gefährlich, Alter. Ich kenne einen Kollegen, der hat damit fast mal die Fingerkuppe abgesäbelt. Ich wollte gerade Schwanzkuppe sagen, Alter. Ganz anderes Thema. Also sollen wir die Schale dran lassen? Ja, da sind Vitamine drin. Das ist gut für dich. Nadine the Brain. Ich fand das interessant. Für den Tim kann es auch schon mal aus der Dose sein. Mir hatte eine Zuschauer geschrieben, dass sie die kennt. Ja. Persönlich. Und dass sie wirklich genauso ist wie in den Videos. Also ist sie auch real. Ja. Sehr authentisch. Das freut mich. Ich habe eigentlich. Oh, jetzt geht's hier gerade um real und authentisch. Au. Oh. Wann habt ihr das Video gedreht, Jungs? Kurz nach Madeira? Just saying, weil das so ein Running Gag von uns war. Wie real kann man da eigentlich sein? Ich hab erst gedacht, dass das alles nur so ein bisschen übertrieben war. Oder ist wegen der Serie. Wegen diesem, das war ja Frauentausch. Hä? Die übertreiben doch nicht so, da sind die etwa Gewitter am Kopf. Nein. Ey, Alter, das Dabben. Ich krieg's aber auch nicht raus, Mann. Apfelsaft auch. Ich mag's nicht irgendwie zu schneiden. Wir verletzen unsere Hände nicht im Dreh, wir heißen ja nicht Revi. Aua. Na! Schöne du Grüße. Du Spast! Schöne Grüße gehen raus. Ja, ja. Danke nochmal für mein Handy. Ich fahr Autos kaputt. Okay, es war definitiv nach Madeira. Jetzt werde ich hier gefrontet, weil ich das Auto kaputt bekomme. Oh nein! Jetzt werde ich hier noch gefrontet, weil ich das Auto kaputt gefahren habe. Leute, ich habe auf Madeira die größten Sachschaden angerichtet, Alter. Ich bin einmal mit dem Auto in die Seite reingefahren. Einmal habe ich am Berg einfach hinten und dann gegen die Villa von Jan. Ah, saugeil, Mann. Ganz toll, ganz toll. Danke, Gisela. Und ich zerstöre Handys. Ich verliere meine Kamera im Atlantischen Ozean. Ah! Er hat alles aufgezählt, was im Urlaub passiert ist. Ja, sag doch noch, ich habe Beef angefangen mit Tanzverbot. Sag's doch. Sag es doch, Junge. Ich hab meine GoPro auch noch im Atlantik. Ja, stimmt, sie ist weg. Voll Idiot. Also ich fand. Ist da was drin, ne? Da ist was drunter. Jan. Ja. Jan. Oh, da hat jemand Schiss. Richtig dünn Schiss. Die Hose ist schon nicht mehr weiß. Kein Scheiß. Alter, der krasseste Move war, Jan ist bei uns durchs Haus gelaufen. Jan rennt bei uns das Haus und Gisela hat alle Feuerlöcher angefasst, weil es halt ein Airbnb war, wo über Feuerlöcher waren irgendwie. Wir haben auf einer Feuerwehrstation geschlafen und ist hingegangen und hat jeden Feuerlöcher genommen und wollte damit rumsprühen. Dann haben wir Jan endlich nach draußen bekommen und dann rennt er um die Ecke und sagt, oh, noch ein Feuerlöcher. Und ich renne hinterher, Alter. Und Jan guckt mich an und sagt, haha, das war nur ein Prank. Das heißt, Gisela hat mich einfach verarscht. Gisela hat einfach einen Take vorgetäuscht, weil sie wusste, dass ich mich aufrege. Was soll, Alter? Aber heute ist sie relativ ruhig. Ich glaube, heute hält sie sich ein bisschen zurück. Fordere mich nicht heraus! Nein! Du Vollhonk! Das machen wir wieder schnell gut. Ja! Ich liebe euch so, Jungs. Ich brauche eine mentale Pause. Ich will auch mit euch backen. Ja, da gibt es heute keinen Pfannkuchen für den kleinen Fettsack. Freddy, du bist gemeint. Sturmwaffe. Was ist? Du hast Mehl im Gesicht.
Kunden auf Front. Und dann, nein, jetzt hör doch mal auf! Nein, die Eier! Jan! Ich werfe rum, wie ich das will! Ich werfe rum, wie ich das will. Ey, Mann! Weißt du was? Das gehört in den Pfannkuchen. Nein! Nein! Doch! Nein! Doch! Werde ich nicht! Oh Mann! Ich wollte Pfannkuchen haben! Wir haben doch noch Äpfel. Ich hab voll Hunger! Ja, ja. Ja, aber der Teig ist... Weißt du was? Wir geben... Ja, hier. Dead. Ich hab mehr Mehl reingemacht. Das kommt davon, wenn man Mehl einatmet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über zum Herd und... Du kannst das doch nicht so in den Herd schütten. Ich schütte es ja auch nicht in den Herd, ich schütte das in die Pfanne. Dann. Oh, Ehre genommen. Ja, aber da sind doch Äpfel drauf. Ja, und das ist doch auch ein Apfelpfannkuchen, oder nicht? Logik genommen. Ist gegen Apfel allergisch und... Schütze sogar. Auch gegen Apfel? Mhm. Das kannst du doch Gisela nicht sagen, dass du gegen Apfel allergisch bist, Alter. Nee. Dieser Wahnsinn. Ja, das schmeckt dir gut. Oh, fuck. Gegen Ei auch, oder? Hey, du bist gegen Apfel und Ei allergisch. Das Opferkind in der Schule. Dafür, dass wir so viel Teig haben und Äpfel, habe ich mir gedacht, wir nehmen jetzt mal eine Paella-Pfanne. Ja, warte. Hey Leute, ich komm nicht klar. Bist du mir im Weg? Auf Madeira. Ich glaube, auf Madeira ist Gisela doppelt und dreifach gereift, Alter. Die Sonne hat dir nicht gut getan. Ich würde dann auch alles reintun, wenn wir schon die Soße haben. Seid ihr dumm, Alter? Was oh mein Gott. Ja, das funktioniert ja niemals. Das funktioniert niemals. Das ist ja viel zu viel. Tim, Alter. Ob du dumm bist, Tim. Wenn du einfach nur so drankommst. Ja, wenn ich mir danach irgendwie ins Auge fasse oder so, dann wird's echt schlimm. Also sollte ich den Apfel nicht ins Auge stecken? Das wäre ziemlich, ja, nicht so gut. Oh. Weißt du, was es ist, Quentin? Das bist du, ein Lappen. Und der Depp, ganz wichtig. Oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Oh! Das ist aber kaputt. Das ist eh mal, das ist eh mal kaputt. Hallo? Hallo? Das ist unser Pfannkuchen. Der ist gut. Ich dachte, das ist deine Mutter. Fuck! Nein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Er hat sich und... Oh nein! Oh mein Gott, wir haben die ganze Zeit so getanzt im Urlaub. Nein, das kann nicht sein! Wir haben die ganze Zeit so getanzt. Oh mein Gott, er hat es... Nein! Gisela hat es übernommen, Leute. Gisela hat es einfach übernommen. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Er hat Tobis und meine Dance-Moves kopiert, Alter. Nein, oh nein. Er macht einfach die Fortnite-Tänze, die wir auch gemacht haben. Das kann nicht sein, das ist meine Schuld. Weiß ich nicht, wer bist du denn? Ich weiß es auch nicht. Ich bin's. Hast du mit meiner Brust los? Ich ertaste deinen eventuellen Tumor. Ja, wir gießen ein bisschen Öl ins Feuer. Oder auch Wodka in den Pfannkuchen. Nein, 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 Jan, Jan, bitte. Ah, Jan, ich Alkohol verschwende, bin ich doof? Nein. True talk. Ich nehme Spüler. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, er tut es wirklich. Alter, dieser Mindfuck, es wird immer schlimmer. Oh, ich weiß selber nicht. Nein, nein! Hast du es gemacht? Hast du es gemacht? Wer weiß das schon? Alter, Jan! Du wirst es trotzdem essen. Okay, wir. Das war aber jetzt gerade Jan, der so.
Wir sind jetzt, Jan versucht jetzt den Pfannkuchen umzudrehen, weil er sieht langsam echt gut aus. Den halt noch zu retten. Oh, was, wenn ich ihn vorher in zwei Teile tue? Dumm. Nee, lieber nicht. Leute. Nein, du hältst die Kamera nicht da rein. Jan. Da nein, ab, ab, nein. Abfahrt. Nein. Doch. Nein. Ja, geil. Oh. Ja. Oh. Alter. Ah, ja. Ihr seht ihr das, seht ihr das? Nein. Seht ihr das? Kamera an, wie sie es stellen. Nein. Doch. Ah, ja. Was passiert da, Alter? Au. Ha. Ah, oh, seht ihr das? Seht ihr das? So unnötig. Auch das haben wir die ganze Zeit gemacht. Scheiße, Leute. Oh nein, ich hab schlimmer gemacht. Wir haben schlimmer gemacht in unserer Gruppe. Wir haben schlimmer gemacht. Wir haben die ganze Zeit diese Moves gemacht. Wir haben die ganze Zeit diese Moves gemacht, Alter. Oh, scheiße. Das ist alles von uns. Das ist alles von uns. Oh, oh, der wahnsinnige Blick. Oh, oh. Ich sterbe. Ich sterbe einfach. Jan, mach. Gisela, bitte komm runter. Es ist alles gut. Gisela? Nein? Nein? Dieser Madeira-Trip hat niemandem gut getan, Alter. Weder Tanzverbot. Der Einzige, der von diesem Madeira-Urlaub profitiert hat, war Monte. Und Monte war nicht mal auf dieser Insel. Hör auf. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Es ist alles in Ordnung. Hm. Ich wende es. Ja. Ja, wende. Leute, ich piss mir gleich in die Hose. Real talk. Konnichiwa! Genau, wir machen uns. Ich gucke so, weil ich bin verstrahlt. Bro. Grüße aus Nagasaki! Wir machen uns jetzt an die Sushi-Rollen. Ich muss zugeben, dass ich von dem Thema. Atombombe! Ich hab von dem Thema noch viel weniger. Atombombe! Ich hab von dem Thema noch viel weniger. Atombombe! Ich hab von dem Thema. Und Hiroshima ist weg. Leute, ich komm nicht mehr klar. Das ist doch, ey, ich hab noch, ja, Kai, oh Gott. Ich hab von dem Thema noch viel weniger Ahnung. Wenn ihr das entmonetarisiert, dann werfe ich eine Atombombe auf die YouTube-Zentrale. Endlich einer, der die Wahrheit ausspricht. Okay, sorry, jetzt lasse ich dich, glaube ich, auch mal zu Wort kommen. So, also, was ich sagen wollte, ich hab... Alge. Leute, wir machen es schlimmer. Viel weniger Ahnung. Hau Knossi, das magst du, ne? Viel weniger. Wir bleiben drin! Ich werde. Viel weniger Ahnung als von Apfel, von Kuchen. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt Sushi machen. Hey, Alge! Genau, das brauchen wir. Also das hier, was ihr hier seht, was so ein bisschen aussieht wie grünes Papier, das sind getrocknete Algen. Bei Sushi ist es ja so, dass immer warmer Reis, der ist hier in diesem Topf drin, das wird gleich in die Algen eingerollt und dann füllen wir unser Sushi mit Lachs und mit Gurke. Okay. Gurke mit Salat! Wo? Die gehört da nicht rein. Wolltest du die gerade hintun? Unter den Stuhl natürlich. Ach so, okay. Und musst du sagen, was ich machen muss, ich habe keine Ahnung. Okay, also ich hab's vor 3 Jahren einmal gemacht, also muss der Einblatt vorsichtig nehmen, es darf nicht zerreißen. Legst du das auf dein Arschloch! Auf dein Arschloch! Leg das Sushi auf dein Arschloch. Leg es einfach drauf. Da gehört's hin. Das ist gut. Leg die Sushi auf dein Arschloch. Ganz, ganz wichtig an der Stelle hier. Ich glaube, ob man nur eine Spur mitreißt. Verfickte Scheiße! Ich werde Alge! Alge! Das hätte dein Augapfel sein können. Alter. Darf ich das? Nein! Ich muss wieder raus, okay, also. Jan, also. Also. Na! Jan, das muss ja jetzt noch sein. Mehr. Das ist doch. Noch Lebensmittel. Gisela. T.
Tim einfach mittlerweile komplett hilflos. Oh, ein Igel. Ich weiß nicht genau, wie viel Reis. Wir machen das jetzt so ein bisschen frei nach. Ist das nicht so viel? Als ob er Sushi rollen kann, das glaube ich einfach nicht, Alter. Viel zu viel? Eventuell noch 3 Löffel, dann können hat jeder 2. Ja, du altes Hurenkind! Ja, Alge, Alge, Alge! Nein, ich bin mit... Du bist schmackhaft. Du nein! Ja, ich bin am... Ah! Mano. Alge, Alge! Oh! Oh, das steckt ihm geil drauf. Nee, ich bin nicht so der Lachs. Fan. Rein, raus, Fischgeruch. Ist das da hinten eigentlich der Schwanz von dem Fisch? Weil das so dunkel ist? Das ist das Arschloch von dem Fisch. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Hast du eine Scheibe oder mehr Scheiben drauf gemacht? Ich hab das zerkleinert. Lol, ist aber voll gut gerollt, Alter. Also, ich versuche das möglichst zu wickeln. Aber so müsste das gut sein. Ich hab ein bisschen Angst, dass es reißt. Oh, ich denke nicht, dass es reißt. Aber der Reis reißt. Alter, das ist so crazy. Ich habe gerade auch über ein Wortspiel mit Reis und Reißen nachgedacht, Alter. Genau das einfach. Crazy. Das hört sich wohl lustig an. Weil da vorher mein Penis dran war. Guten Appetit, Quentin. Wie oft isst du eigentlich so Sushi? Ja, so häufig, wie ich deine Mutter in die Sushi-Muschi-Finger. Alter. Ja, also ich mindestens einmal in der Woche, muss ich sagen. Deine Mutter 8-mal so oft in der Woche. Ich muss zugeben, du bist ja eher von uns beiden der... Ha! Alge, Alge! Boah, das war voll warm! Oh, nee. Ja, oh, was nee. Ist eigentlich dein Lieblingsessen? Halt die Fresse! Okay. Asiatisch. Also würdest du das jetzt zum Geburtstag am liebsten haben? Also ich würde mich freuen, ich würde das komplett aufessen. Komplett verspeisen. Komplett. Da kriegst du komplett! Da hab ich mal das Messer. Alter. Ich bin gerade Gurken am Schneiden. Dann nehme ich mir jetzt Gurken. Hallo! Hallo! Die Muschi deiner Alten. Schmeckt scheiße. Hat Jan sie schon probiert? Wir wissen es nicht. Weile, weile! Bette gedacht, dass bei Sushi mehr abgeht. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wollt ihr mal sehen, wie der Team kotzt? Alge, Alge, Alge. Lalelu. Er hat aber noch keins von diesen Sushi-Rollen kaputt gemacht. Ich glaube, weil er es selber essen will. Da ist der Selbsterhaltungstrieb wieder zu groß. Der Mann im Mond schaut zu. Seht mal, wer heute nichts mehr zu essen bekommt. Sowas darf man ja auch nicht da stehen lassen, oder? Und ist das Objektiv jetzt irgendwie beschlagen oder so? Weiler, Weiler! Ach, ja. Ach, du Gurkenspasti. Weißt du was? Gurkenspasti. Ja. Gurkensohn. Ist das nochmal drauf oder warst du schon mit Linsa so? Einfach nur. Dann mach ich's halt nochmal. Alles für die Klicks. Ja, perfekt. Das ist krass, wie selbstreflektiert Gisela mittlerweile ist, oder Chat? Das ist wirklich crazy. Wenn man überlegt, dass das halt wirklich, dass er wie gesagt, alles für die Klicks. Ich meine, es bringt ja auch im Endeffekt mehr Aufrufe, wenn er sich so verhält. Also ich glaube, Gisela hat das auch verstanden, was da abgeht. Das ist so komplex einfach. Das ist so krass, Mann. Es ist so geisteskrank. Also, ja, es ist halt eine Geisteskrankheit, ne? Aber es ist tamm unterhaltsam. Vor allem, wenn man halt wirklich vor Ort ist und merkt, wie selbstbewusster Jan mit umgeht, Alter. Das ist wirklich... Also, ich mache mich ja nicht über ihn lustig so. Wir sind ja mittlerweile wirklich sehr, sehr gut miteinander. Tim, Jan und ich. Komplett krass. Wirklich ein Beispiel, meiner Meinung nach, für jeden, der mit sowas zu strugglen hat. Wirklich einfach nur nice. Einfach nur stark. Blödes Arschloch! Das... ist eine Raupe. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich das mehr triggert als Apfelpfannkuchen. Sushi Mushi. Also ich esse Sushi echt gerne. Aber ich finde, es dauert jetzt gar nicht so lange. Oder muss man danach noch was damit machen? Nee, danach ist es fertig. Schon krass. Ja, Sojasauce und Wasabi dazu, Alter. Let's go. Bei den Japsen geht alles schnell. Das Leben auch. Und die Weltkrieger auch. Die verlieren sie nämlich auch. Plot Twist. Wir auch. Zweimal. Frontet einfach Deutschland. Frontet einfach Deutschland für zwei verlorene Weltkriege.
Passt. Lalelu. Immer wenn du das sagst, muss ich Angst haben. Das ist wie in so einem Horrorfilm. Wo der Mann im Mond schaut zu. Eigentlich kann man da ja gar nichts falsch machen. Nee, also da sind sogar wir nicht dumm genug für. Aber die Gisela vielleicht. Das stimmt wiederum. Da hast du eventuell ganz leicht dezent recht, du kleines Urnachkind. Ja. Alter. Ah. Ja. Als wäre nicht eine Beleidigung davon. Rein. Ja. Ja, wer hat wohl heute die Tabletten vergessen? Ja. Ja. Ah. Lalelu. So, und schon sind die Reiswaren fertig. War das schwerer als der Apfelpfannkuchen? Nein, das war es nicht. Was sagen Sie dazu? Also ich fand's leichter, muss ich sagen. Ha, er lügt. Er lügt. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat unser Immerhin haben die beiden was zu essen bekommen. Dieses Video gefallen. Wir haben ja heute mal zwei Gerichte auf einmal gekocht. Eins davon ging voll in die Hose und bei dem anderen ging es nur noch so einigermaßen. Lasst uns gerne unten in den Kommentaren wissen, ob ihr häufiger Kochvideos sehen wollt und... Hey Jungs, ich hab so Bock, mit euch zusammen einzumachen. Den Penis des ersten Kommentators. Bitte nicht. Ja. Und ihr könnt uns ja gerne mal vorschlagen, welche Gerichte wir in Zukunft auch nochmal kochen sollen. Weil diese Kochvideos, die machen wir immer ganz gerne. Das stimmt. Bis dahin, macht's gut. Hier fehlen die Endcards, Jungs, was soll das? So!